Nein, 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 ihr seid nicht auf dem falschen Kanal gelandet, richtig, auf Ebrus Beauty Lounge. Ich weiß, normalerweise ist das jetzt hier der Backo-Hintergrund, aber naja. Ich habe mal wieder im Internet gestöbert, es ist relativ spät abends. Ich will mich jetzt abschminken und ich will etwas ausprobieren. Und zwar kennen wir alle das Phänomen, Mitesser auf der Nase, so hässlich. Wenn man dann ungeschminkt ist und man diese schönen schwarzen Punkte auf der Nase sieht, sieht das nicht gerade besonders sexy aus. Und es gibt den Trick mit der Zitrone und dem Honig und das wollen wir jetzt zusammen ausprobieren. Also gehen wir jetzt ins Badezimmer. Da werden wir wichtig ist jetzt natürlich abschminken. Ich benutze momentan die Pflegeserie von Barbour und zwar das Gel 2-in-1 Tonic. Ja, so sieht meine Nase ungeschminkt aus. Die tiefsten Einblicke einer Ebru. Mhm. Und jetzt wollen wir einmal den Trick anwenden. Und zwar nehmt ihr dafür eine Zitrone. Ich denke mal, die Zitrone ist dafür da, um die Haut aufzuhellen. Und ein bisschen Honig für die Feuchtigkeit. Geben wir jetzt hier ein bisschen drauf. Und damit sollt ihr eure Nase einreiben. Nachher. Ich kann keinen einzigen Unterschied feststellen. Die Mitesser sind immer noch da. Ich würde jetzt eiskalt sagen, Mission failed. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Vielleicht funktioniert das, wenn man das öfter anwendet. Also ich weiß, dass Zitrone eine aufhellende Wirkung hat, auch an Pickelmalen oder so. Aber ich glaube, sowas musst du dann alle 2-3 Tage anwenden, damit es überhaupt eine Wirkung zeigt. Also von einmal Zitrone mit Honig auf der Nase sind die Mitesser nicht weg. Das Einzige, was jetzt hier hilft, ist wirklich Dampfbad. Das mache ich nämlich gleich. Und danach schön ausreinigen. Es bringt zwar nichts, weil die Mitesser, die kommen immer wieder. Und zwar liegt es auch an den Cremes und so weiter, die wir verwenden. Es kann sein, dass die Produkte, die wir benutzen, dass die halt dazu führen, dass wir Mitesser bekommen. Und ja, da müsstet ihr dann halt eventuell Abstriche machen. Also wie gesagt, ich reinige öfter aus. Und trotzdem finde ich manchmal, dass es ein sehr, sehr unschönes Erscheinungsbild gibt, wenn du wirklich so Mitesser auf der Nase hast. Ja, deswegen würde ich jedem empfehlen. Das soll jetzt kein Zwang sein, aber ausreinigen ist schon ganz gut. Auch bei der Kosmetikerin, die hat halt Ahnung, wie das funktioniert. Und joa, also Test failed. Wenn ihr noch mehr Tests sehen möchtet oder wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich noch so testen könnte, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Oh, wie spät haben wir das? Ohne Scheiß. Einige YouTuber sind nachtaktiv. So, ich wünsche mir, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet und ich freue mich über reichlich Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.